Also da ist kein Öl mehr drin, da ist nur noch Wasser drin. Und das ist krass. Pures Wasser. Aber guck mal, wie der läuft. Da ist kein Zittern, nichts. Hoho. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Das Wasser ist komplett auf einmal weg. Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um meinen 540. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Das ist mein Auto, das ist mein eigenes Auto, den will ich auch jetzt anmelden nach dem Urlaub. Folgendes, der Wagen läuft gut, alles ist super, zieht gut, so wie ein 540. Aber sobald man, also das Wasser ist komplett auf einmal weg. Das heißt, ihr tut hier ungefähr, ich sag mal 6 Liter Wasser rein. Und diese 6 Liter Wasser sind ungelogen nach 5 Minuten weg. Das ist krass. Der hat einen Kopfschaden Deluxe, würde ich mal sagen. Und wir werden auf jeden Fall in Zukunft den Motor einmal auseinandernehmen, gucken, was der Schaden genau hat, was die Ursache war für den Schaden. Dann werden wir auf jeden Fall die Kette einmal anschauen, vielleicht gegebenenfalls die Kette einmal, also die Kette werden wir einmal erneuern, sprich einmal raus. Wobei die Kette neu ist bei der ganzen Sache. Vielleicht werden wir die alte Kette auch wieder übernehmen. Aber dafür wird aber ein Video geben, wie wir die Kette machen. Das heißt, sprich ein komplettes Video nur über die Kette. Komplettes Video einmal, was der Schaden ist. Ja, die Köpfe müssen wir abbauen. Das heißt, es gibt mehr oder weniger eine Anleitung einmal für die Kopfdichtung. Dann gibt es einmal den Schaden selber. Dann gibt es einmal für die Kette. Jo. So, ich wollte euch auf jeden Fall einmal zeigen, was der genau macht. Und sowas habt ihr gleich nicht gesehen. Ich werde das einmal jetzt vorführen, was der genau macht. Und ihr werdet genauso überrascht sein wie ich. So, ich zeige euch das jetzt einmal. Darum auch dieses weiße Blatt. Vorsicht. Vorsicht. Pures Wasser. Pures Wasser. Guckt euch das mal an, wie der läuft. Also jetzt unter Spannung hat der, aber guckt mal, wie der läuft. Da ist kein Zittern, nichts. Hoho. Blatt ist geflogen. Deswegen liebe ich diese Autos. Das ist krass. Ne? Obwohl er so einen großen Schaden hat. Und das ist BMW. Ganz ehrlich. Das ist noch Qualität. Es ist kein Untergang für das Auto. Keine Panik. Das kriegen wir alles hin. Das ist natürlich krass. Ne? Da kann man sogar 40 hinschreiben. So, das ist schon... Oh. So, so sieht das Ganze aus. Und das ist... Hammer. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich lege das einmal mal hier hin. So, das werden wir auf jeden Fall fertig machen. Wie gesagt, es werden mehrere Videos davon geben, wie wir den Kopf erstmal auseinandernehmen, die Ursache finden. Ich glaube schon, dass der Kopf einen Riss hat oder vielleicht krumm ist, weil die haben Aluköpfe und die gehen schnell krumm oder ein Riss. Ja. Und deswegen, ich freue mich auf die Arbeit, weil das macht ja auch nicht jeder. Da geht nicht jeder gerne dran. Ich freue mich auf jeden Fall auf dies. Das ist 540 E39, ist persönlich mein Traumauto. Ich finde, die Power ist so erstaunlich. Ich kann euch gerne das Auto mal zeigen. Also ich bin so gefahren. Ne? Ich bin so von Düsseldorf bis hierhin gefahren. Ohne Probleme. Stellt euch das mal vor. Ohne Probleme. Als hätte man nur hier... aus Versehen Wasser reingekippt. 540 ist so ein robuster Motor, das wird kein anderer Motor mitmachen. Mit so einem Schaden so zu fahren. Die Zylinder sind richtig voll mit Wasser. Jetzt stellt euch mal vor, und der fährt immer noch so, als wäre nichts. Wir können den gleich mal innen drin anmachen. Guckt euch an, wie der läuft. Der läuft wie 1A. Und darum liebe ich diese Motoren. Dieses V8 Sauger. Army-Style, also ein Army wird sich hier drinnen wohlfühlen, wobei ein Army natürlich auch für 8 Liter bekannt ist, aber trotzdem wird sich ein Army hier ganz wohlfühlen und sagen, boah,
Das ist ja unser Auto. Ich freue mich auf die Arbeit, besser gesagt. Ich freue mich drauf, den zu zerlegen. Glaub mir, das ist jetzt kein Turbomotor, wo wir basteln müssen. Hier ist einfach raus, reparieren, instand setzen, wieder rein. Und das liebe ich. Und ja. Ich weiß es auch nicht, was genau kaputt ist. Schreibt das in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr vermutet. Hattet ihr schon mal vielleicht sowas gehabt? Habt ihr mit sowas Erfahrung gehabt? Also ich sag jetzt, mit so einem 4,4 Liter 8-Zylinder, mit so einer Erfahrung gehabt, mit so einem Schaden gehabt. Schreibt das bitte in die Kommentare. Oder was vermutet ihr? Ne? Ich bin genauso gespannt, was ihr dazu sagt. Aber eins kann ich euch sagen, ich freue mich schon, das Ding hier auseinanderzubauen. So komplett auseinanderbauen, das ganze Tisch voll machen und danach später wieder zusammenbauen. Das liebe ich einfach. Das ist wie, also wenn sich das jetzt keiner vorstellen kann, das ist für mich wie Lego. Ja? Wie so ein Lego-Modell kaufen. Lego-Modell kaufen und dann 1:1 nachbauen. Ach, 1:1 fertig bauen das Ganze. So, ja, das werden wir machen. Natürlich nicht sofort. Erst wenn ich zurück bin und die Zeit da ist natürlich. Ich wollte euch einmal den Fehler zeigen. Das Ganze hat bis hierhin gespritzt. Ich wollte euch einmal nur den Fehler zeigen, was es macht, wo das ganze Wasser bleibt. Weil da ist kein Tropfen Wasser drin, das ist das Geilste. Kein Tropfen Wasser. Da ist 6 Liter Wasser vor kurzem noch reingekommen. Ich habe eine Runde gedreht, ich habe gesagt, mehr kaputt geht nicht. Eine Runde gedreht, bei Volllast hat man kurz gemerkt, dass da ein bisschen stottert, dass die Zylinder höchstwahrscheinlich nass werden und deswegen nicht richtig zündet. Das merkt man halt nach der Zeit. Aber ich muss sagen, trotzdem bei sowas, dass der immer noch top fahren lässt. Und das ist krass. Und wer so einen E39 hat oder selber einen fährt, der weiß ganz genau, dass diese Motoren richtig geil ist. Weil ich finde dieses Auto so schön. Da ist kein M-Paket, da ist nichts. Ich habe die Felgen nur, das sind meine Traumfelgen, die drauf sind. Die habe ich einfach so geholt, so drauf geklatscht und der wird so bleiben. Für mich ist das ein Understatement pur. Wer mich kennt, weiß, Understatement, ich liebe das. Ich liebe das, wenn man das nicht sieht, dass der so eine geballte Power drunter steckt. Das liebe ich. Darum liebe ich auch diesen E39. Wie diesen E46 hinter mir. Den liebe ich auch. Das ist ein M3. Das ist mein Traumauto. Das ist mein Traumauto. Beides sind Sauger. 3,2 Liter, 4,4 Liter. V8, V6. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Dankeschön für das T-Shirt. Er hat noch richtige Kollektion gemacht für mich. Dankeschön, Osan, Dankeschön, Malte. Hammergeil. Und wenn ihr das auch wollt, meldet euch beim Osan. Inos Richtigerei. Ist ganz unten verlinkt.